Herzlich willkommen bei Hakus Autopflege. Heute ein neues Video. Und zwar geht es diesmal um das Gion Durabeat. Das Gion Durabeat ist eine Keramikversiegelung, die selber nur für zertifizierte Detailer zur Verfügung steht, die selber nur verarbeiten dürfen, sagen wir es so. Deswegen mache ich diese Anleitung in erster Linie für die zertifizierten Detailer bzw. für Aufbereiter, die es vielleicht auch werden möchten, und für Kunden, die dann sehen möchten, alles klar, das und das ist die Versiegelung, die wirkt so und so, damit ihr selber einen kleinen Einblick darin bekommt. Wie ihr selber Gion zertifizierte Detailer werden könnt, das ist eigentlich ganz leicht. Ihr geht auf die Webseite von Gion, also gionquarz.de, dann geht ihr unten auf Kontakt. Und dann schreibt ihr in den Kontakt rein, dass ihr gerne zertifiziert werden möchtet. Schreibt dann noch ein paar Texte mit dazu. Wie lange besteht euer Betrieb schon? Vielleicht die Facebook-Seite, Internetseite. Welche Aufbereitungen möchtet ihr durchführen? Und so weiter und so fort. Mit was habt ihr vielleicht schon Erfahrung? Das sind alles so Punkte, damit man das so ein bisschen bewerten kann, denke ich mal. Und dann läuft das zum deutschen Gion-Vertrieb. Und die zertifizieren euch dann oder schreiben euch jedenfalls zurück, wie das dann eben weiterläuft. Deswegen zeige ich euch heute das Gion Durabeat und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bevor wir uns jetzt aber an den Versiegelungsprozess machen, möchte ich euch noch einmal den Unterschied zwischen dem Mos Plus und dem Durabeat zeigen. Das mache ich euch am Laptop. Und zwar seht ihr selber, dass auf der gionquarz.de Seite, also die Hauptseite von Gion Deutschland, die Unterschiede nicht großartig sind. Das heißt, bei der Haltbarkeit, Dicke, Toleranz, pH-Toleranz haben wir die gleichen Werte. Bloß beim Auftragswinkel ist der ganz große Unterschied, genauso wie bei der Härte. Der Auftragswinkel ist höher beim Durabeat, somit haben wir auch einen höheren Abhäreffekt und einen Self-Cleaning-Effekt bzw. eine leichte Reinigungseigenschaft. Das ist beim Mos Plus selber nicht gegeben. Das Vorbeck, was hinterher aufgetragen wird zum Schutz der Versiegelung bzw. zum Pushen des Abhäreffekts, der hebt den ganzen Abhäreffekt nochmal an. Aber das Durabeat ist hier mit das Beste, was man dann eben so bekriegen kann. Die Härte liegt hier unterschiedlich bei 1 H. Ja, das kann man sehen, wie man möchte, je nachdem natürlich, wie viele Schichten man aufsetzt. Aber der Verbrauch ist bei beiden gleich. Man braucht ca. eine komplette Flasche, je nachdem natürlich, wie groß das Fahrzeug ist. Meiner persönlichen Meinung nach ist das Durabeat besser als normale Keramikversiegelung, weil es einen höheren Kontaktwinkel hat und eine leichtere Reinigungseigenschaft. Normalerweise sind beide Chemien auch gleich, weil beides wird ja mit dem Mos praktiziert. Das Mos Plus hat eben als Plus das Vorbeck und das Durabeat das Beat. Und das praktizieren wir jetzt auch einmal an dem Maserati. Aber vorher zeige ich euch einmal, was alles in der Verpackung enthalten ist. So, das ist der Maserati. Den habe ich jetzt schon komplett in 4 Stufen poliert. Der ist eigentlich bereit für die Versiegelung. Ihr seht selber, der Glanz ist auf jeden Fall sehr atemberaubend. Das ist der Vorteil bei Maserati, habe ich jetzt auch gemerkt, der Lack, der ist wirklich sehr, sehr glatt. Also das heißt, die haben hier keine großartige Orangenhaut oder irgendwelche Einschlüsse oder sowas, wie es bei manchen anderen Fahrzeugen ist. Nein, wir haben hier wirklich einen verdammt glatten Lack. Und das ist natürlich auch immer ein guter Pluspunkt für einen Glanzgrad. Das ist jetzt der Inhalt des Durabeats. Einmal die Verpackung außen mit diesem markant neongelben Schriftzug, sage ich mal. Dann haben wir einmal das normale Mos bzw. Mos vom Durabeat und dann haben wir einmal das Beat. Das ist dann eben wird als letzten Schritt aufgetragen. Wir können hier insgesamt 3 Schichten Gion Mos auftragen und anschließend das Durabeat. Das heißt, wir haben so gesehen eine 4-schichtige Versiegelung. Enthalten ist natürlich auch wieder ein Applikatorblock mit Suede-Tüchern. Hier müssten es 1, 2, 3, 4, 5 sein, genau. Dann eine normale Anleitung für alle anderen Produkte von Gion, Reinigungsknete, auch nochmal über das Mos direkt. 2 Pipetten, die benötige ich selber nicht. Ein Versiegelungsaufkleber, den könnt ihr euch dann irgendwo hinkleben oder kann euer Detailer euch dann irgendwo hinkleben, und einen Versiegelungspass mit 2 Jahren Garantie. Hier kann dann eben nochmal, hier ist ja nochmal die Pflege beschrieben mit den ganzen Produkten, hier kann man die ganzen Daten eintragen, genau, und die bekommt der Kunde dann auch selber mit. Und
Hier habe ich jetzt nochmal den ganzen Katalog rausgeholt, in dem nochmal alle Sachen beschrieben sind, also was das Surabiet eben so gesehen ist. Und hier steht auch nochmal, die Härte ist insgesamt also 5 Punkte, das heißt komplett. Und der Beading-Effekt ist nochmal ein Punkt dazu. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Auf der Website wird nur das Beat in der Hinsicht beschrieben. Und das hat natürlich keine hohe Härte, weil das eben als Endschicht dient, als Abhelleffektschicht. Und mit im Zusammenarbeiten mit dem Moos hat das eben die besten Werte, die man hier als Versiegelung bekommen kann. Hier ist nochmal das normale Moos Plus. Und ich würde sagen, dann können wir mal einmal mit der ganzen Versiegelung beginnen. Ja. Ah ja, genau. Was wir noch dazu brauchen ist Handschuhe und eine Gasmaske, beziehungsweise die Atemschutzmaske, die hier mit drin ist, aber eure Aufbereiter werden dann wahrscheinlich auch eine Gasmaske haben. Das ist noch meine ältere Anleitung, hier habe ich schon mal ein paar Notizen gemacht vom Abhelleffekt, vom Tropfenwinkel. Und als erstes wird es so sein, wir haben das Auto natürlich erstmal vorgewaschen, dann normal poliert, wie auch immer. Anschließend, ganz wichtig, schütteln, auftragen, Kreuzstrichverfahren, ablüften lassen. Ihr könnt ablüften lassen 1 bis 2 Minuten, je nachdem. Und ihr könnt maximal 3 Schichten vom Moos auftragen und zwischen jeder Schicht muss eine Stunde vergehen, bei ca. 20 Grad. Und anschließend, nach diesen 3 Schichten, wartet ihr wieder komplett 4 Stunden und dann könnt ihr das Beat auftragen. Und das Beat wird dann komplett am besten über Nacht aushärten. Und die anschließende Pflege läuft dann eben mit dem Q2M Cure, braucht ihr danach jetzt erstmal nicht mehr. Aber könnt ihr anschließend nach 1 oder 2 Monaten, um den ganzen Glanz nochmal ein bisschen zu pushen, könnt ihr das dann nochmal anwenden. So, ich würde sagen, dann beginnen wir einfach mal mit der Versiegelung. Ne, bevor wir die Versiegelung natürlich anwenden, fehlt noch etwas. Ist mir gerade aufgefallen. Wir brauchen noch insgesamt 2 Softwipe-Tücher und ein Pulle-Schweibtuch und den Vorreiniger Prep. Und jetzt kann es losgehen. So, dann ist der erste Schritt, wir nehmen uns den Block und das Hyoede-Tuch und legen das schon mal so hin und ziehen uns erstmal Handschuhe an. Danach machen wir schon mal das GN Moos auf und legen uns das dort auch hin. Dann geht es anschließend weiter mit dem Pulle-Schweib und dem GN Prep. Dann spulen wir jetzt erstmal die Fläche ein. Ich zeige das jetzt erstmal nur am Kotflügel. So, das reicht vollkommen aus. Dann nehmen wir das Pulle-Schweibtuch und gehen schön sauber drüber, ohne viel Druck. Das ist dann das erste Softwipe, das wir benutzen werden. Und hinterher zum Nachpolieren können wir noch ein zweites benötigen. Das ist unser Nachpoliertuch. Das deponieren wir da mal. So, jetzt müsste das Ganze auch schon durch oder abgetrocknet sein, sag ich mal. Und jetzt legen wir mit dem Versiegeln los. So, jetzt tragen wir die erste Schicht auf. Das heißt, wir öffnen das GN Moos, machen hier einmal so eine Linie drüber, sag ich mal, setzen die Atemschutzmaske auf und streichen einmal rüber. So, ich setze jetzt die Gasmaske ab, macht ihr normalerweise nicht, aber sonst kann ich nicht sprechen. Wir haben das jetzt Ganze im Kreuzstrichverfahren aufgetragen, das heißt horizontal, vertikal, über die komplette Fläche. Bei solchen folierten Sachen müsst ihr aufpassen. Funktioniert, aber je nachdem natürlich, welche Qualität die Folie aufweist, kann das manchmal ein bisschen nach hinten losgehen. Jetzt lassen wir das 1 bis 2 Minuten austrocknen. Da ich hier um die 20 Grad habe, werde ich jetzt gleich mit dem Auspolierprozess beginnen und nehme mir das vordere, also das erste Softwipe-Poliertuch und poliere natürlich von der Fläche an, wo wir da begonnen haben, nach außen. Und wirklich ganz fein, mehrere kreisende Bewegungen, ohne, ich sag mal, großartig Druck auszuüben. Ihr seht das dann selber auch schon, wenn dieser Schmierfilm langsam dünner wird und sich zu einer glänzenden Fläche bildet. Und jetzt nehmen wir das zweite Tuch und gehen auch wirklich einmal nur noch mal ganz kurz drüber.
Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum nimmt der extra zwei Tücher? Das mache ich deswegen, weil wir haben ja auch hier eine Überlappung. Das heißt, wir kommen hier auch rüber und es kann manchmal sein, dass besonders beim Zurückwischen, ne? Also wenn wir so wischen und dann wieder zurückwischen, genau hier beim Wendepunkt, sage ich mal, Produktüberschuss entsteht. Und der lässt sich schwerer auspolieren, beziehungsweise wenn der angetrocknet ist, wird das ein bisschen schwieriger. Und ich möchte nicht, dass der Kunde hinterher dann irgendwelche Versiegelungsreste hat, die dann wirklich nur noch mit Politur zu lösen sind. Daher gehe ich da noch einmal komplett drüber und gucke mir jetzt die ganze Fläche noch einmal an. Soweit sind da keine Schlieren mehr vorhanden. Ihr könnt auch mit der Lackkontrolllampe arbeiten. Sieht man aber nicht so stark, weil diese Schlieren sieht man, ich sag mal, erst im Halbschatten. Das heißt, wenn das Licht so von oben kommt, wie es von hier ist, sieht man das wirklich eigentlich nur, wenn man jetzt leicht gegen die Mitte schauen würde. Dann würde man das sehen. Also so, wenn die Sonne scheint, würde man solche Schlieren nicht direkt sehen, aber wenn es draußen bewölkt wäre, dann kann man diese Schlieren leichter sehen. Da das jetzt die erste Schicht war, gucke ich hier auf mein Handy. Und das sagt mir jetzt alles klar, 12.36 Uhr. Ich habe dann hier Kotflügel und dann mache ich eine 1, Minus, und dann mache ich 12.36 Uhr. Somit kann ich mir jetzt sagen, alles klar, die erste Schicht wurde 12.36 Uhr aufgetragen. Die nächste Schicht muss ich eine Stunde später, das heißt, ich sage mal 13.36 Uhr drauf machen. Und ihr könnt diesen Aushärteprozess natürlich auch noch verkürzen, indem ihr jetzt mit der Infrarotlampe arbeitet. Mit der Infrarotlampe arbeite ich aber erst bei der letzten Schicht, das heißt bei der dritten Schicht. Dann wird das Ganze nochmal angehärtet. Das soll für die Kristallisation ein bisschen besser sein. Dann soll das ein bisschen härter werden und danach lasse ich das dann komplett aushärten. Ich mache jetzt in der Zeit nochmal die anderen Bauteile und schreibe mir das alles auf. Und wenn ich wieder in einer Stunde beim Kotflügel bin, dann mache ich die Aufnahme weiter. So, nach jetzt mehr als einer Stunde, ich habe hier die ganzen Bauteile aufgeschrieben. Was haben wir denn jetzt? Ja, also haben wir auf jeden Fall so zwei Stunden durch. Jetzt kommt die zweite Schicht. So, jetzt ist schon spät abends, 20 Uhr. Jetzt habe ich die drei Schichten Moos komplett aufgetragen. Ich denke mal, vom Glanzgrad her kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Und jetzt habe ich den Motorraum noch ein bisschen gemacht. Die Felgen wurden natürlich auch versiegelt. Und jetzt härte das Ganze bis morgen aus. Und dann werde ich das Beat auftragen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. So, der nächste Tag ist eingebrochen. Jetzt wird das Beat aufgetragen. Und zwar habe ich jetzt schon ein neues Tuch hier drauf gemacht mit der Applikatorklammer. Dann wird das relativ satt übergespült. Und ich arbeite natürlich wieder von Bauteil zu Bauteil. Und ihr seht selber, sobald man es aufgetragen hat, ist es sofort weg. Es ist überhaupt nicht, also es zieht keine Schlieren, kein gar nichts. Man hat das Gefühl, es verdunstet sofort. Daher braucht man auch relativ viel von dem ganzen Mittel. Und man merkt auch, dass es hier bremst und hier nicht mehr. Also es bindet sofort mit der ganzen Chemie. So, jetzt ist das ganze Auto appliziert. Ihr verbraucht auf jeden Fall auch die komplette Flasche. Und dann poliere ich das einfach mal mit dem Softwipe-Tuch aus. Ihr seht selber keine Schlieren. Aber ihr merkt auch, wie glatt das dann ist. Es können aber dann wieder so welche Schatten übrig bleiben. Und deswegen müsst ihr das eben ganz normal auspolieren. Zum Auspolieren verwende ich wieder ein komplett neues Softwipe-Tuch. Und es bleiben keine direkt sichtbaren Schlieren über. Aber ich würde sagen, man geht dann einfach nur einmal so komplett drüber. Und das wird vollkommen ausreichen. Und jetzt würde ich sagen, insgesamt 1-2 Stunden aushärten lassen und dann ist das Ganze fertig. So, das war die kleine Anleitung zum Durabeat. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick darüber dann gewinnen. Der Abperreffekt, der ist eigentlich relativ hoch. Also dieser Kontaktwinkel mit 120 Grad, der ist schon reell. Ich habe hier ein kleines Video aufgenommen, also ein kleines Slider-Video, bei dem ihr dann die paar Tropfen sehen könnt. Den Maserati konnte ich jetzt selber nicht mehr so direkt nass machen, weil der Kunde wollte den natürlich gleich mitnehmen und da möchte ich nicht das ganze Auto gleich wieder nass machen. Und sonst sieht man auf jeden Fall, Abperreffekt ist vorhanden. Die Versiegelung lässt sich auch sehr schwer wieder hinterher mit Politur lösen. Das heißt, ihr müsst wirklich mit einer Feinsteifpolitur rangehen, falls ihr die Versiegelung wieder runter haben wollt. Die ist sehr hart. Und ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt ihr einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten subscriben, liken, teilen. Viel Spaß!